Hallo Melissa. Hi Flo. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, es geht darum, der Kunde hatte mich angerufen, er möchte sich eine PV-Anlage setzen. Mhm. Er weiß noch nicht, wie groß sie wird, von daher, das ist noch offen. Er möchte diese PV-Anlage am liebsten kombinieren mit einer Box. Welche Möglichkeit haben wir denn von unserer Seite aus? Also das ist kein Problem. Da können wir mit unserem Fracht-Charge-Controller in Kombination mit unserem Fracht-Dynamic-Charge-Controller ganz einfach die Artikel nachrüsten. Falls er jetzt schon die Box vorher installieren möchte, bevor vielleicht auch die Photovoltaikanlage installiert wird, kannst du alles modular nachrüsten bzw. modular erweitern. Das heißt dann, er kauft sich die Box, kann die Box setzen und dann anschließend, wie er möchte, die Module nachträglich dazu fügen. Genau, es ist auch egal, ob jetzt eine größere oder kleinere Anlage dort eben bespielt wird. Mittels unserer Artikel kannst du beide bedienen. Okay, aber er braucht dann im Umkehrschluss nicht für jede Box ein Modul oder zwei Module, sondern? Nee, du brauchst pro 10 Wallboxen brauchst du einmal die Kombination aus Pracht Charge Controller und Pracht Dynamic Charge Controller. Okay, perfekt. Aber jetzt noch eine Frage dazu. Und zwar, wir haben ja eine große Palette an Boxen. Mhm. Welche unserer Boxen sind denn geeignet dafür oder welche nicht? Dafür eignen sich vor allem unsere intelligenten Pracht XT-Modelle. Die haben ja die ES485 Datenschnittstelle verbaut und mittels Modbus RTU kommunizieren die dann mit dem Pracht Charge Controller, der ja die Werte von dem Pracht Dynamic Charge Controller bekommt. Das ist auf jeden Fall praktisch. So hört sich es für mich tatsächlich an. Die letzte Frage meinerseits, wie wird denn das Ganze installiert? Wie das Ganze installiert wird, das siehst du durch ein Video von unserem technischen Support oder direkt bei der Installation durch unseren Live-Support, was ganz einfach per QR-Code abgescannt werden kann. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, mach ich das jetzt mal. Perfekt. Danke. Hier oben sehen wir den Hausanschluss, hier dargestellt über den Sicherungsautomat. Hier unten haben wir unseren 80 Ampere Zähler, den PDC-80, der direkt angeschlossen wird. Daneben als Beispiel den PDC-C400, der via Wandlerspul misst. Und hier haben wir unseren PCC, den Controller. Die Geräte sind über eine Busleitung miteinander verbunden. Die Busleitung startet beim PCC. Geht dann in unserem Beispiel zum PDCC und dann über die Klemmen zu den Wallboxen. Nachdem die Boxen und der Controller hardwareseitig verkabelt wurden, gehen wir nun an die Inbetriebnahme. Hierfür werden wir logisch durch das Menü geführt. Das startet bei der Auswahl des Modus. Hierzu klicken wir einmal nach unten, sehen dann eine neue Menüleiste, gehen dann nach rechts, bis wir zu den PV-Modi kommen. Hier haben wir zwei PV-Modi, einmal der Nur-PV-Modus, welcher das reine Überschussladen ermöglicht, und der PV-Modus, welcher ein kombiniertes Überstrom- und Netzstromladen ermöglicht. Durch nochmaliges Klicken nach unten kommen wir in das Auswahlmenü, hier schreiben wir eine 1 ein. Bestätigen mit OK und der Modus ist nun vorgewählt. Wie Sie sehen, sehen nun oben auch die Stromanzeigen der einzelnen Phasen. Als nächstes gehen wir in den Modus wählen wir die Parameter aus. Dazu beginnen wir mit dem Maximalstrom. Das ist der Strom, den wir für die Wallboxen zur Verfügung stellen wollen. Standardmäßig steht dieser Strom auf 48 Ampere. Kann in 1 Ampere Schritten geändert werden. Als nächsten Parameter haben wir die Bus-Timeout-Zeit. Diese steht werkseitig auf 2000 Millisekunden. Danach kommen wir zur Zykluszeit. Diese steht werkseitig auf 30.000 Millisekunden. Wir empfehlen hier, diese beiden Werte stehen zu lassen. Als nächstes kommt die Display-Sleep-Time. Hier kann vorgewählt werden, wie lange das Display eingeschaltet bleiben soll nach Nichtbetätigung. Und dann kommen wir zum Parameter des maximalen Netzstroms. Hier wird der Strom eingestellt, der maximal am Hausanschluss an der NH-Sicherung zur Verfügung steht.
Nun haben wir alles eingestellt, können wieder nach oben gehen und gelangen als nächstes in den Lernmodus. Hier ist es ganz einfach. Wir gehen einmal nach unten, dann kommen wir in den Lernmodus aktivieren. Durch nochmaliges nach unten klicken können wir den Modus einschalten, indem wir eine 1 einschreiben und mit OK bestätigen. Mit Drücken der OK-Taste wird der Anlernmodus automatisch aktiviert. Wie Sie sehen können, ist oben rechts der Counter 0 von 0 schräger 0 auf 0 schräger 1 gesprungen. Das bedeutet, dass die Wallbox erkannt wurde. Die Wallbox muss nun durch Neustart final gekoppelt werden. Die Wallbox fährt nun neu hoch und der Controller beginnt mit der Kommunikation der Box. Oben sehen wir nun die durchlaufenden Balken, die jetzt noch rot sind. Was bedeutet, dass die Box noch nicht erkannt wurde, weil sie noch hochfährt. Auch die unteren Balken sind jetzt noch rot. Das sind quasi die, die die Antworten der Box visualisieren. Sind auch noch rot, aber sobald der Zyklus das erste Mal komplett durchgelaufen ist und die Wallbox hochgefahren ist, werden diese Balken grün oben bzw. gelb unten, wenn sich keine Änderung für die Box einstellt. Nun sind die Balken oben komplett grün. Der Counter ist nun von 0 schräger 1 auf 1 schräger 1 gesprungen, sprich die Wallbox ist fertig eingelernt. Der Anlernzyklus für diese Wallbox ist beendet. Die Kommunikation steht, die Wallbox antwortet protokollgerecht. Und somit ist die Inbetriebnahme abgeschlossen. Sollten noch weitere Wallboxen vorhanden sein, kann dieser Anlernmodus einfach wiederholt werden.